Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Endlich wieder ein neues Video und wir starten sofort mit einem Sephora Favorites Video. Ich war 3 Wochen in Amerika und natürlich war ich auch bei Sephora. Ich war aber selbstverständlich schon öfter in Sephora als dieses eine Mal. Und da haben sich natürlich einige Sachen angesammelt, die zu meinen, ja, quasi täglichen Begleitern geworden sind. Und die will ich euch einmal vorstellen. Solltet ihr blöderweise so ein Rauschen im Hintergrund hören, das ist mein Laptop. Aber darauf wird, das habe ich schon öfter erzählt, mein Bild übertragen, damit ich das ein bisschen größer sehen kann als da an der Seite. Deswegen nicht wundern. Und wir starten direkt mit Base. Und zwar habe ich hier eine Lieblingsbase, die von Marc Jacobs ist. Und die sieht so aus. Ich glaube, ich habe sie auch schon mal in Videos benutzt. Und ich glaube, ich habe sie bestimmt auch schon mal in einem Favoritenvideo vorgestellt. Das ist diese hier. Das ist ein Coconut Primer. Und zwar heißt der Invisible Undercover. Davon gibt es auch eine Foundation, die zeige ich euch gleich auch noch. Und gerade für diese Foundation oder speziell für Foundations, die sehr dickflüssig sind, sehr deckend sind, ist so ein Primer super, weil der extrem feuchtigkeitsspendend ist, die Haut einfach butterweich macht. Und ich habe es auch einer Freundin mitgebracht, die so ein bisschen Probleme hat mit Neurodermitis, genauso wie ich früher auch hatte. Ich habe es immer noch ein bisschen, aber nicht mehr so stark. Und dieser Primer riecht super, super lecker nach Kokos. Das haben wir schon mal als erstes. Dann weiter geht's, weil es halt einfach die gleiche Marke ist und die gleiche Verpackung. Denke ich, mache ich damit mal einfach weiter. Das hier ist etwas, ich werde euch das hier jetzt gleich nochmal vom Namen zeigen. Das hier sind Shimmer Drops, die heißen Dew You? Fragezeichen. Und die sind ganz, 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 ganz toll, weil sie einen ultra schönen Bronze-Schimmer hinterlassen. Das benutze ich immer für hier oder manchmal auch für hier, wenn ich nicht so viel Puder aufgetragen habe. Oder für den Augeninnenwinkel und vor allem auch für die Beine. Also damit kann man super, super schöne Highlights setzen, gerade auch wenn man gebräunt ist. Und die sind super, super schön und riechen auch wieder sehr, 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 sehr gut. Und wenn ich schon mal bei Marc Jacobs bin, mache ich auch direkt bei Marc Jacobs weiter. Das sind diese Foundations hier. Die heißen Remarkable. Die ist sehr, 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 sehr deckend. Also ihr braucht da echt eine tolle Pflege drunter, einen guten Primer oder ein gutes Feuchtigkeitsspray unten drunter, wie zum Beispiel Fix Plus oder von Smashbox, dieser Photo Finish Primer. Irgendwas, was befeuchtet und was die Haut ein bisschen ebnet schon mal, weil das ist schon echt hardcore. Also im Vergleich zu Estee Lauder Double Wear Foundation ist die hier schon ein bisschen dicker. Es ist aber trotzdem jetzt keine Mousse Foundation oder so, das auf gar keinen Fall. Ich benutze hier die Farben Golden Beige, wenn ich so wie jetzt einfach ein Tint habe, wenn ich selbst Bräuner benutzt habe und einfach ein bisschen dunkler bin. Und wenn das nicht der Fall ist, dann benutze ich die Farbe Beige Light. Und wenn man da noch so ein bisschen mit Concealer arbeitet oder mit Bronzer arbeitet, kann man das immer super ausgleichen und genau für seine eigene Hautfarbe anpassen. Dann geht's weiter mit Concealer. Da habe ich 3 Marken, die ich feiere und 3 Concealer, die ich feiere. Als allererstes von It Cosmetics Bye Bye Under Eye. Den habe ich mir empfehlen lassen von Niki Tutorials. Also nicht sie mir persönlich, aber ich habe das aus ihren Videos. Das ist ein Concealer, der deckt alles ab. Also egal wie krass eure Nacht war, egal wie krass eure Augenschatten waren, sind das hier, wird es zu 3 Millionen % entfernen. Glaubt es mir. Dieser Concealer hier ist wirklich mächtig. Hier habe ich die Farbe Medium und die ist für mich perfekt halt zum Highlighten. Also damit decke ich jetzt keine Pickel ab, weil wir wollen die Pickel ja nicht highlighten. Also das ist schon so ein bisschen heller, der Ton. Dann auch relativ hell, aber viel, viel natürlicher vom Finish her und von der Deckkraft als der Concealer von It Cosmetics ist dieser hier von Tarte. Das ist der Rainforest of the Sea Concealer. Der hat auch einen relativ großen Applikator. Trotzdem ist die Deckkraft aber jetzt nicht super leicht. Also es ist schon eine gute Deckkraft. Gerade wenn ihr es jetzt zweimal auftragt, wenn ihr mit dem Beauty Blender einfach so ein bisschen den Concealer aufbaut, dann ist es schon sehr, sehr deckend und für auch für kräftige Augenschatten ist es schon geeignet. Ist aber vom Finish her einfach natürlicher als der von It Cosmetics. Dann auch wieder etwas deckender sind die Concealer von NARS. Da habe ich 2 und zwar sind das die Radiant Creamy Concealer. Hier habe ich einmal zum Highlighten die Farbe Light 1 Chantilly und die Farbe Medium 1.5 Macadamia. Zum Setten von Make-up, das mache ich aber eigentlich nur, wenn ich wirklich gebräunt bin, also wenn ich aus dem Urlaub komme oder wenn ich aus dem Fake-Tan komme. Wenn ich Fake Tail benutzt habe, selbst Bräuner benutzt habe, dann benutze ich das hier. Das habe ich schon sehr lange und ich benutze es nicht so oft.
Aber wenn ich es benutze, zum Beispiel heute auch wieder, bin ich jedes Mal aufs Neue begeistert. Und zwar ist das dieses Puder hier, Bright Set heißt das. Und das ist einfach die Farbe 01 Banana. Ist halt ein Banana Powder und es ist super, super schön für unter die Augen und für hier unter die Kontur. Ich benutze das einfach mit so einem fluffigen Pinsel, um einfach das Make-up doll zu setten. Nimmt einfach den Hautglanz weg und ist super, super schön. Und eine gute Alternative zum Beispiel von NYX aus der Contour-Palette. Da ist das Banana Powder bei mir sehr, sehr schnell leer gewesen. Und da man die ja, glaube ich, soweit ich weiß, nicht einzeln kaufen kann, ist das hier eine gute Alternative dafür. Dann habe ich neu entdeckt, jetzt letzte Woche, das Contour-Powder von NARS oder der Bronzer von NARS. Und zwar ist das dieser hier. Diese Farbe ist perfekt für mich jetzt gerade, hat einen leichten Orangeton, ist trotzdem aber aschig, aber nicht so aschig wie zum Beispiel der Hoola Bronzer, weil der, finde ich, lässt mein Gesicht schon sehr, sehr tot aussehen, also da muss ich noch irgendwie einen Bronzer drüber geben, damit ich echt nicht aussehe, als ob ich aus dem Grab komme. Und das hier ist die Farbe Casino und die Farbe ist so schön, also ich habe die jetzt auch gerade drauf. Und ich habe das schon öfter in Videos erwähnt. Ich weiß, ich bin damit wahrscheinlich alleine, aber ich mag es, wenn Bronzer, wenn Contour-Powder, wenn Blushes nicht so stark pigmentiert sind. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand hier nachvollziehen kann, aber ich mag das nicht, wenn ich mit dem Pinsel so einmal reingehe und ich muss schon aufpassen, ich muss den Pinsel noch doll abschütteln, damit ich nicht hier direkt so einen braunen Streifen habe. Weil ich finde, dass es schneller fleckig wird, wenn man das, also wenn die so stark pigmentiert sind. Und ich finde manchmal einfach, dass es viel zu unnatürlich aussieht. Und da kann man wirklich mit einem fluffigen Pinsel so doll reingehen und ganz leicht danach über die Haut gehen, ohne dass es fleckig wird. Also es hat so ein natürliches Finish. Das hier ist wirklich ein richtig krasser Favorit von mir geworden. Auch von NARS. Das kennt ihr mit Sicherheit, aber ich stelle euch es auch nochmal vor. Das ist Orgasm. Das ist ein Blush bzw. Highlighter, Illuminator. Und der ist so, so schön. Der hat so Goldpigmente mit drin. Es gibt ein Dupe dazu von Sleek. Bitte schlag mich jetzt tot, wie das heißt. Wartet, ich habe das doch. Ich werde euch jetzt das Dupe zeigen. Natürlich, wenn man sowas sucht, der allerletzte Sleek Blush in der Reihe, den ich rausgesucht habe, war Rose Gold. Also ihr seht hier, die sehen schon von der Verpackung her sehr, sehr ähnlich aus. Also sie sind sehr ähnlich von der Farbe, aber der von Sleek ist tatsächlich doller pigmentiert, was ich dann aber wiederum nicht gut finde, was das angeht. Also da muss man schon, also bei dem von Sleek muss man schon wirklich aufpassen, aber wer jetzt einfach eine günstigere Alternative haben möchte, dem kann ich nur empfehlen, hier den von Sleek zu benutzen, anstatt Orgasm von NARS. Dann habe ich von NARS passend zu dem Blush Orgasm jetzt den Lipgloss gekauft vor kurzem. Und ich habe den jetzt auch gerade drauf, aber ich glaube, ich habe ihn schon aufgegessen. Das ist dieser Lipgloss von NARS. Ich finde den so, so schön. Der hat auch diese Goldpigmente mit drin. Und ich glaube, man kann den auch super als Liptopper einfach benutzen. Oder Lipliner und den dann oben drüber. Eine sehr schöne Farbe, wie ich finde. Dann zeige ich euch jetzt noch ein paar weitere Lippenstifte. Ich werde aber nicht alles swatchen, weil ich glaube, ich habe vor, einfach so ein Lieblings-Liquid-Lipstick-Video zu drehen. Wenn ihr Bock auf so ein Video habt, dann lasst mir gerne für dieses Video einen Daumen nach oben da, damit ich weiß, dass ihr das gerne hättet. Und dann werde ich euch einfach mal ein Lieblings-Liquid-Lipstick-Video drehen. Und zwei habe ich hier von der Sephora Eigenmarke. Das ist mein Lieblingsroter Lippenstift, also Liquid Lipstick. Also wenn ich einen matten roten Lippenstift drauf habe, dann ist es eigentlich immer dieser hier, damit ihr schon mal Bescheid weißt, wegen mein... Bescheid weiß. Mhm. Damit ihr schon mal Bescheid wisst wegen meinen Instagram-Bildern, das hier ist die Farbe 01 von Sephora. Das hier ist meine, ich sag's immer, Kylie Jenner-Farbe von früher. Das ist ungefähr die gleiche Farbe wie Soar von MAC, nur ein bisschen rosiger, ein bisschen, ein kleines bisschen heller. Könnt ihr aber super als Lipliner benutzen, bevor ihr den hier drauf macht. Das ist die Farbe 13. Dann, diese hier, neu in meiner Schublade gelandet, ist von Kat Von D und das ist die Farbe Lolita 2 ist ein Orange-Braun-Nude-Mix. Ich bin sehr gut im Erklären. Was meint ihr, wie meine Lippenstifte heißen würden? Orange-Braun-Nude-Mix. Kylie Jenner-Lippenstift. Ja, super. Ein All-Time-Favorite forever, ever, 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 ever von Anastasia Beverly Hills. Auch eine super, also diese drei Marken, Sephora, Kat Von D und Anastasia Beverly Hills, tun sich eigentlich nichts. Also die sind alle super, haben eigentlich alle die gleiche Qualität. Kann sein, dass es auch alles das gleiche Lager ist, beziehungsweise die gleiche Produktionsstelle. Aber die sind eigentlich alle gleich, alle sehr flüssig am Anfang und komplett matt und trocken am Ende, ohne Kleben, ohne alles. Naja, jedenfalls
Dieser hier von Anastasia Beverly Hills ist mein All-Time-Favorite und das ist die Farbe Pure Hollywood. Jetzt allerdings, wo ich so braun bin, ich habe ihn drauf gemacht im Urlaub und dachte so, wie sieht das denn aus? Ist mir ein bisschen zu hell gewesen. Also vielleicht, wenn ich mit einem Lip Liner vorher mixe oder so, dann geht's. Aber das war mir so ein bisschen zu Make-up-Lippenmäßig. Wisst ihr, was ich meine? Aber sonst liebe ich den einfach über alles. Und Lip Paint von Tarte. Ach, habe ich gesagt, das ist Pure Hollywood, ne? Habe ich gesagt, ja. Von Tarte Namaste. Davon habe ich auch den Lip Liner. Der ist auch super. Und der hat eine bisschen andere Konsequenz. Hätte ich einen richtigen Sprachfehler. Der hat eine etwas andere Konsistenz als diese Liquid Lipsticks, die ich euch vorher gezeigt habe. Der ist ein bisschen cremiger und wird nicht ganz trocken auf den Lippen. Also wenn ihr das mögt, wenn ihr zwischendurch noch so machen könnt, dann kann ich euch diesen hier empfehlen. Namaste von Tarte. Zwei Highlighter habe ich hier noch im Angebot. Einmal von Too Faced und einmal von Becca. Den kennt ihr. Ich zeige euch hier sowieso jetzt gerade, glaube ich, gar nichts Neues. Das ist die Farbe Moonstone und diese Farbe hat mich tatsächlich dazu inspiriert, meine Highlighter in die Palette zu packen, in meine eigene. Weil ich fand den so schön, aber ich fand ihn zu... Ich finde, wenn man den hier drauf macht, ich finde den super, gar keine Frage. Aber irgendwas hat mich gestört. Ich fand den irgendwie ein bisschen zu körnrig, bröckelig im Gesicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, irgendwas hat mich hier gestört. Deshalb ist er auch noch so extrem voll, obwohl ich die Farbe so toll finde. Aber ich benutze lieber meinen eigenen Highlighter. Und ich habe noch einen Highlighter für die Leute, die es echt natürlich mögen. Candlelight Glow von Too Faced. Das ist so ein Zwei-Phasen-Highlighter. Also ihr habt einmal was Rosanes und einmal was wirklich Helles. Und der ist ganz, ganz toll. Also der macht wirklich so einen Perlmutt-Schimmer. Der hat jetzt nicht diesen unfassbar krassen Mary Luminizer Mrs. Bella Goldiger Highlight Glow, sondern halt einfach so einen wirklich ganz, 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 ganz tollen natürlichen. Also sowas benutze ich, wenn ich zum Beispiel, ich habe gerade gar keinen Highlighter drauf. Naja, jedenfalls, wenn ich hier jetzt auf dieses natürliche Make-up, weil ich habe jetzt keinen Lidschatten oder so drauf, wenn ich das benutzen würde, ich habe so einen Sprachfehler, was ist mit mir los? Ich habe im Urlaub zu wenig geredet, lag zu viel in der Sonne. Jedenfalls, wenn ich ein natürliches Make-up mache, benutze ich diesen Highlighter hier. Jetzt habe ich noch drei Sachen hier, die ich euch gerne zeigen möchte. Ein Pinsel, den ich hier von Sephora habe, ist einer meiner Lieblings-Konturpinsel. Der ist ganz, ganz toll, nicht teuer. Und den benutze ich zum Beispiel zusammen mit meinem NARS Bronzer. Ich würde ihn jetzt nicht für einen Bronzer oder einen Contour-Powder wie Give Me Sun von MAC oder wie den Hoola Bronzer benutzen, weil dafür ist der zu eng gebunden. Also dann habt ihr wirklich so einen dunklen Streifen hier und kriegt das nicht mehr gut verblendet. Aber wenn ihr so einen nicht so stark pigmentierten Bronzer habt, dann könnt ihr damit super machen oder mit einem Contour-Powder. Dann meine Lieblings-Lidschattenpalette ist diese hier von Huda Beauty. Das ist die Textured Shadow Palette Rose Gold Edition. Da mag ich am allerliebsten diese Farben hier oben. Und die hier mag ich am allerliebsten, weil die kann man super mit den Fingern auftragen. Also mit dem Pinsel kann man es eigentlich vergessen, es sei denn, man macht die nass, aber das steht auch hinten drauf. Das was mit den Fingern, aber es weiß man ja eigentlich, dass es mit den Fingern ein anderes Ergebnis gibt, oder? Weil das sind so gepresste Pigmente, es sind gepresste Glitzer... Ich sollte aufhören zu reden. Ich gehe mir schon selbst auf die Nerven, oh Gott. Es sind quasi gepresste, lose Pigmente. Hier. Das sind Glitzerpigmente und die sind gepresst in eine Lidschattenform. Als allerletztes, um es zu fixieren, das Ganze, was ihr jetzt auf euer Gesicht gemacht habt, wenn ihr das alles gekauft habt, dann habe ich ein leider fast leeres und ich bin so blöd und habe es mir nicht neu gekauft in den USA. Fixing Spray. Ich glaube, das gibt es auch noch in groß. Das ist von Kat Von D und das ist das Lock It Makeup Setting Mist. Das ist super, super toll. Es hat so ein bisschen den Effekt wie das 24 Stunden Fixing Spray von Maybelline. Also man merkt schon, dass das das Gesicht irgendwie so festmacht und nicht, dass es so ein Glow gibt oder feuchtigkeitsspendend ist. Aber was ich hier dran ganz, ganz toll finde, ist, dass das ein ganz feines Sprühergebnis hat. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, so wie ich es war, ich habe es online bestellt und habe erstmal die kleine Größe genommen, aber hier, wenn es eine große Größe gibt, würde ich immer wieder die große Größe kaufen, weil das lohnt sich vom Preis her einfach besser. So, ich sollte jetzt meinen Kopf abschrauben und nachsehen, ob mein Gehirn noch vorhanden ist.
Wenn das der Fall ist, wird Ende der Woche vielleicht noch ein Video kommen. Ich komme leider erst am Sonntag wieder, deshalb hoffe ich, dass ich in Spanien gut genug Internet und WLAN habe, dass ich euch ein Video hochladen kann und dass ich es schaffe, morgen noch eins zu drehen, weil ich muss natürlich noch meinen Koffer packen und so. Wann macht man das laut meinem Vlog? Natürlich ein paar Stunden, bevor man fliegt, ne? Ganz klare Sache. Aber dann hattet ihr diese Woche ja schon mal ein neues Video endlich von mir und dann wird auch wieder einmal die Woche ein Video kommen. Nochmal für alle, es kommt nur noch einmal die Woche ein Video. Ich schaffe es nicht. Aber ich würde als nächstes gerne ein Snapchat Q&A machen. Sagt mir mal bitte in den Kommentaren, was ihr davon haltet. So, das war's mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, einen Kommentar. Abonniert meinen Kanal, teilt das Video. Und jetzt sage ich bis zu meinem nächsten Video und auf Wiedersehen. Mua!